質も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Der Anti-Hybrid-Taktiken. Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Und ich hatte letztes Mal schon in einem Stream erwähnt, dass ich glaube, dass C18 zusammen mit C21 einen ziemlich guten Schaden gegen das aktuelle Meta-Team machen könnte. Ich habe jetzt mal versucht, einfach so ein halbwegs vernünftiges Team aufzubauen. Wie ihr seht, habe ich C21 Grün auf den Anführerplatz gepackt, in der Hoffnung, da die meisten ja eher einen Strike-Konter haben und ihre grüne Karte halt auch stunnen kann. Gut, funktioniert glaube ich bei dem Gohan nicht, aber bei allen anderen sollte es funktionieren und dann könnten wir in einen anderen Charakter übergehen. Außerdem haben wir hier viele, viele grüne Karten, die wir gut verwenden können. Als Buff dient hier der Broly, Gelb-Blau-Buff mit C21 auf dem Anführerplatz, kriegt die dann die Buffs auch noch. 50% Schlagangriff und ich glaube nochmal Fernverteidigung. Der gelbe C17 macht ebenfalls das gleiche, 35% Schlagangriff, Schlagverteidigung. Glaube ich in dem Fall, die C18 Grün gibt in diesem Fall HP, außerdem noch ein Senkai-Buff von zumindest 30% auf die C21. Ich finde es immer wieder blöd, dass man Extreme-Senkais macht, die sowieso nur geringe Buffs geben und die dann halt auf irgendwelche Farben noch beschränkt. Dann haben wir noch die super starke C18, zumindest war sie damals super stark, ob das immer noch ist, werde ich gleich herausfinden. Und C21 als Support-Charakter mit einem erhöhten Schaden gegen Rot durch die Ausrüstung. Ihr habt nur nochmal das Equip. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich werde es gleich testen. Keine Ahnung, vielleicht kriege ich auch dreimal auf Fresse und lösche das Video wieder. Aber hoffen wir mal das Beste. Legen wir los mit PvP. Unser erster Gegner ist ein Future-Team. Für die Neuen von euch, wundert euch halt nicht. Ich mache das immer in diesen, Non-PvP-Modus, dass da der ja mittlerweile auch einigermaßen vernünftige Gegner hat, kann man dann hier sehr gut testen. Gucken wir mal, was wir damit gegen das Team zum Beispiel reißen können. Perfect Vanish, man kennt es. Wir haben hier übrigens keinen Combo-Cut, das heißt, wir sind hier maximal benachteiligt, was das angeht. Beziehungsweise wir haben einen Combo-Cut gegen Rising Rush, aber das war's auch schon. Warum leckt der denn jetzt? Aber unsere... Ja gut, der ist nur auf 4 Sterne, aber unsere C21 kann sich hier meiner Meinung nach noch gut halten. Okay, den blauen hätte ich jetzt vielleicht nicht reingeschoben. Dass der Gegner auch immer Perfect Vanish haben muss, es ist unglaublich, ne? Haben wir es dann jetzt bald. Aha. Das war jetzt nicht intelligent von dir. Weil guckt euch an, wie schnell ich jetzt Karten ziehe. Konnte halt leider nichts machen. Wir müssen leider unsere Ulti opfern, geht leider nicht anders. Oh, Alter, wie lang die Kombos sind, ne? Wie lang seine Kombos einfach sind, ne? Ich dachte, ich hätte den Endurance schon ausgelöst. Oh, wir machen so maximal gar keinen Schaden.
Holen wir uns mal ein bisschen Ki wieder, komm. Und tschüss. Hey, seht. Ich glaube, in der richtigen Hybrid-Meta hätte ich jetzt eindeutig verkackt, weil es ist schade, C18 ist schwächer geworden. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, warum machen die denn nichts, um alte Charaktere mal zu supporten? Ach ja, das gibt ja kein Geld. Stimmt, habe ich vergessen. Springen wir zum nächsten. Unser nächster Gegner ist ein nicht so ganz so gutes Mobisaga-Team. Wie ihr gesehen habt im letzten Video, im letzten Kampf, es ist halt mies wichtig, dass ihr erhöhte Kartenziehgeschwindigkeit habt, so wie Combo-Cuts und sonst was oder Kartenzerstörung, Key-Down oder sonst was, weil euer Gegner einfach ungehindert sonst angreifen kann. Aber ihr seht auch, bei solchen Teams ist es halt interessant, einfach mal ja andere Teams sehen zu können, oder? Aha, leider kein Angriff für dich. Ich weiß auch nicht, warum hier alle irre lecken, Alter. Er hilft mir sogar manchmal damit, dass er leckt. Boah, der leckt aber mies. Damit hat er halt hart verkackt. Hier hat er auch noch kein Blast Shield, was heutzutage auch beim Strike-Typ sehr viel ausmacht, finde ich. Sogar was feiert der hier? Und überlegt mal, wie stark dieses Team früher war. Wir hatten Angst vor diesem Team. Selbst mit einem roten Gohan damals. Na, wenn man halt so stark leckt, dass man selber verkackt. Boah. Ich weiß nicht, warum man in dem Modus noch lecken muss. Ja, ich vermisse die Zeiten, wo man C21 noch ordentlich spielen konnte. Das ist echt schade. Sowas mal im Battle Royale wäre doch cool. Wie die schon sagten, Girls. Aber das heißt wahrscheinlich, dass zum Anniversary, zum Festival, irgendwas Girls-mäßiges kommt. Vielleicht Ribrian LF oder so. Wisst ihr, was eine gute Verbesserung wäre? Wenn dieser Modus halt eine Belohnung hätte, dass ihr alle 10 Kämpfe 10 Zeitkristalle bekommt. Weil ich muss sagen, man kann hier sehr viel entspannter spielen und auch einige Dinge testen, ausprobieren und sonst was, ohne Angst zu haben, irgendwas zu verlieren. Und wenn man dann sagt, okay, das ist unendlich, weil überlegt mal, wenn ihr 100 Spiele gemacht hättet oder 100 Siege hättet, dann wären das auch 1000 Zeitkristalle. Das würde sich sogar dann lohnen, weil dadurch hätten die noch mehr PvP-Aktivität und dann hätten die halt den Ranked, wo man sagt, okay, da kriegt ihr so und so viel und hier habt ihr halt den Nicht-Ranked und kriegt halt trotzdem ein paar Belohnungen. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich hätte es eigentlich gehofft, mal wirklich gegen dieses Team auch testen zu können. Ah, fuck. Das tut weh. Guckt euch an, wie viel Schaden selbst Pan schon macht.
Nein. Mich auch. Ah, ich komme gar nicht dazu anzugreifen. Guckt euch das an, meine Hauptfähigkeit ist auch blockiert. Deswegen sage ich ja, nichts kann man mehr machen, um hier noch was zu reißen. Ha, das dachte ich mir nämlich. Da hätte ich hier doch die Ausrüstung geben sollen, damit sie erhöhten Schaden gegen Rot macht. Aber wir geben hier alles! Dachte ich mir schon. Schaffen wir es? Ah, sauber. Aber ich finde, ich halte mich gerade so gut hier. Warum trifft das nicht einfach trotzdem? Kriege ich dich aber. Scheiß drauf. Sonst kriegen wir die nie down. Guck dich an, wie wenig Schaden ich schon allein gegen den mache. Ja, und der redet richtig. Finde, ich halte mich aber noch solide hier. Und überlegt mal, meine Charaktere sind alle hoch. Plus noch Buffs ohne Ende. Und der hat eigentlich voll das Billo-Team, um wie viel Schaden der mir trotzdem macht. Na, besiegt ihr die damit? Fast. Treffe aber noch. Ha! Nein, oh fuck. Das ist auch manchmal so ein Ding. Ja. Nein, du kriegst keine LF, du Lappen. Ja, wie ihr seht, gegen ein aktuelles Team keine Chance. Und das war vor, ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren oder so, mal krasses Tier. Trotzdem haben wir keine Chance, was wieder meine Aussage beweist, der Power Creep ist einfach zu heftig und die alten Charaktere sind immer nutzloser. Weil überlegt mal, wie krass der Effekt von C18 war mit dem erhöhten Schaden und. Die ist einfach über rote Charaktere teilweise drüber gerannt und jetzt ist sie sogar bei mir noch... Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder